Ihr kennt das sicher. Mit dem Flieger geht es auf eine Urlaubsinsel und ihr wollt vor Ort die Umgebung erkunden oder mal mit dem Auto zum Strand fahren. Mit einem Mietwagen seid ihr auch im Urlaub vor Ort mobil. Aber Vorsicht bei der Buchung. Gerade im Ausland werden Urlauber bei der Anmietung eines Mietwagens gerne mal abgezockt. Wie ihr kein Fiasko bei der Automiete im Ausland erlebt, das erklären wir euch in diesem Video. Mein Name ist Alexander Sievers und ich bin Jurist beim ADAC. Unser erster Tipp: Bucht das Mietauto von zu Hause aus. So bleibt mehr Zeit für einen Preis-Leistungs-Vergleich und bei eventuellen Problemen habt ihr gleich einen Ansprechpartner in Deutschland. Bei der Automiete im Ausland gilt für den Vertrag und eventuelle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertrag das Recht des Urlaubslandes. Das heißt, es kommt ausländisches Recht zur Anwendung, weil ihr in der Regel vor Ort den Vertrag unterzeichnet. Das gilt auch für Online-Buchungen. Aufgepasst bei den Mindestversicherungssummen. Für die Haftpflichtversicherung gelten die Mindestversicherungssummen des Urlaubslandes. Diese können im Zweifel sehr viel niedriger sein als hier in Deutschland. Sie sollten aber mindestens 1 Million Euro betragen. Ja, wie gerade gehört, sind die Versicherungssummen in der Regel im Ausland deutlich niedriger als hier in Deutschland. Dies kann erhöht werden, zum Beispiel durch die Mallorca Police. Sie gilt in ganz Europa, inklusive den Kanarischen Inseln und Madeira. Sie bietet zusätzliche Deckung für Sach- und Personenschäden. Und dann gibt es auch noch die Traveler Police. Diese gilt sogar weltweit und bietet in der Regel eine Deckung von 500.000 Euro für Sach- und Personenschäden. Und manche Kreditkartenunternehmen bieten bei Bezahlung des Mietwagens mit der Kreditkarte vergleichbare Zusatzpolicen. Schließt eine Vollkaskoversicherung am besten ohne Selbstbeteiligung ab. Achtet dabei auf den Umfang der Versicherung. Oft sind Schäden an Reifen, Felgen, Unterboden oder durch Steinschlag ausgenommen. Eine zusätzliche Diebstahlversicherung lohnt sich dann, wenn sie nicht in der Vollkasko enthalten ist. Also schaut auch hier in die Vertragsbedingungen oder fragt ausdrücklich danach. Und wichtig, wenn ihr einen Tarif mit Rückerstattung vereinbart habt, dann achtet darauf, dass ihr keine doppelte Versicherung abschließt. Eigentlich ist es selbstverständlich, aber man kann es wirklich nicht häufig genug betonen. Den Vertrag solltet ihr auf keinen Fall blind unterschreiben. Haltet alle Vereinbarungen schriftlich fest und prüft ganz genau, was für einen Vertrag mit welchem Inhalt ihr vor Ort unterschreibt. Nachdem ihr alles durchgelesen habt und ihr den Vertrag mit eurer Buchung oder eurem Voucher abgeglichen habt, erst dann solltet ihr wirklich den Vertrag unterschreiben. Fragt direkt nach, wenn es Abweichungen gibt oder ihr Klauseln im Vertrag nicht versteht. Denn nach der Unterschrift ist in der Regel zu spät für Änderungen. Wenn der Vertrag in der Landessprache abgefasst ist, solltet ihr auf jeden Fall nachfragen, ob es den Vertrag zumindest auch auf Englisch gibt oder noch besser auf Deutsch. Wichtig ist, die Buchung vorab stellt noch keinen Mietvertrag dar. Erst durch die Unterschrift unter dem Mietvertrag vor Ort kommt der eigentliche Mietvertrag zustande. Die Buchung bei einem Vermittler, also über eines der gängigen Buchungsportale, ist lediglich ein Vermittlungsvertrag. Die Bezahlung erfolgt üblicherweise mit Kreditkarte oder EC-Karte. Erkundigt euch am besten direkt beim Vermieter, welche Karten akzeptiert werden. Die Kreditkarte dient dabei als Sicherheit für den Vermieter. Der Inhaber der Kreditkarte wird in der Regel als Hauptfahrer in den Mietvertrag eingetragen. Und deshalb müsst ihr aufpassen, dass ihr am Schalter die identische Kreditkarte vorlegt, also die Karte, die auch für die Buchung benutzt wurde und nicht die Karte des Partners, Ehemannes, Ehefrau oder sonstigem, der das Fahrzeug nicht gebucht hat, aber gerade seine Karte dabei hat. Es kommt leider immer wieder vor, dass vor Ort nicht die passende, also die identische Karte vorgelegt werden kann. Und dann gibt es Ärger mit dem Vermieter. Ganz wichtig ist, insbesondere im Ausland, prüft das Fahrzeug vor Übernahme des Fahrzeugs mit einem Mitarbeiter des Mietwagenunternehmens auf Schäden. Wichtiger Tipp, macht Fotos vom Zustand des Autos. Am besten geht ihr um das Fahrzeug herum und macht von allen Seiten Fotos, insbesondere von Stellen, an denen es schnell mal zur Beschädigung kommen kann. Also Kotflügel, Stoßstange oder sonstiges. Haltet Mängel schriftlich fest und lasst euch diese bestätigen. Überprüft und protokolliert auch bei der Rückgabe des Fahrzeuges den Zustand in Anwesenheit eines Mitarbeiters der Mietwagenfirma. Am besten macht ihr auch hier Fotos vom Zustand des Fahrzeuges, also von allen Seiten, Stoßstange, Kotflügel etc. Besteht sicherheitshalber auf ein Rückgabeprotokoll. Denn leider werden auch im Ausland nicht selten angebliche Schäden am Mietfahrzeug nachträglich in Rechnung gestellt. Fragt schon vor Fahrtbeginn, ob ihr das Fahrzeug vollgetankt zurückgeben müsst, denn sonst kann es häufig zu hohen Nachforderungen geben, wenn das Fahrzeug nachträglich betankt werden muss. Tja, und wer hilft, wenn es tatsächlich zum Streit mit dem Autovermieter kommt? Wenn also nach dem Urlaub ein Schreiben reinflattert,
in dem Nachforderungen für Schäden oder Sonstiges von euch gefordert werden. Dann könnt ihr euch an das Europäische Verbraucherzentrum in Kehl wenden. Das Europäische Verbraucherzentrum ist allerdings nur für Streitigkeiten mit einem Autovermieter innerhalb der EU zuständig. Und wenn ihr wissen wollt, wie hoch Bußgelder im Ausland sein können, dann schaut euch gerne dieses Video an. Tschüss und bis bald!